Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Kids Radio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie ihr es euch sicherlich denken könnt, es ist mal wieder Interviewzeit. Ja, und lasst euch bitte nicht von den Störgeräuschen hier etwas irritieren. Nein, auch dieses Interview wird wieder ohne Netz und doppelten Boden und das in aller Öffentlichkeit geführt. Wir sitzen hier nämlich direkt vor unserem Café im Kiez, vor Süß und Saures. Ja, und ich habe heute zwei ganz nette Gäste. Ja, das ist einmal die Xenia und Stefanie. Stefanie, gut. Ja, und diese beiden Damen kommen von Stopp. Und ich glaube, was das dann wirklich heißt und was es beinhaltet, ja, dann fangen wir doch mal an. Wer möchte zuerst? Ja. Hallo, ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast zu dem Interview. Wir sind von dem Projekt STOPP, Stadtteile ohne Partnergewalt, das seit Juni 2021 hier in der Spandauer Neustadt umgesetzt wird. Ja, du hast uns ja schon vorgestellt, ich heiße Xenia, meine Kollegin heißt Stefanie und vielleicht kennt die eine oder andere Person uns schon, weil wir viele hier im Kiez unterwegs sind und auch schon mit vielen Menschen Kontakt aufgenommen haben. Ja, und die Anmoderation und die Vorstellung von dir sagt ja schon Stadtteile ohne Partnergewalt, genau richtig. Und ich finde, dieses Thema ist nämlich eines der wichtigsten Themen in dieser Zeit überhaupt. Und ich denke mal, durch Corona hat ja die Gewalt zugenommen, aber die geht ja nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Männer. Aber ich glaube, da habe ich dann später noch eine Frage. Aber ihr geht jetzt erstmal auf eure Frauengeschichte ein, wenn ich darum bitten dürfte. Ja, vielen Dank. Also genau, unser Thema ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Da wir den Ansatz haben, dass die Gewalt, also Gewalt gibt es in vielen Facetten und in vielen Gruppen, fast also auch unabhängig von Klasse, von Herkunft und so weiter. Alle Menschen kennen Gewalt, haben vielleicht schon eigene Gewalt erfahren. Und wir verstehen Gewalt gegen Frauen so und deswegen sagen wir auch explizit Gewalt gegen Frauen, weil es schon auffällig ist, dass Frauen mehr Gewalt, bestimmte Gewalt öfter erfahren als Männer. Das liegt vielleicht daran, dass wir in patriarchalen, also männerdominierten Strukturen, in männerdominierten Strukturen leben. Und das zum einen äußert sich wirtschaftlich, deswegen gibt es ja zum Beispiel, was vielleicht bekannt ist, so eine Genderquote, dass Frauen mehr wirtschaftlich einbezogen werden oder auch Stigmatisierung von Mädchen, dass sie zum Beispiel keine Mathe können oder dass Frauen bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch um Erlaubnis fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen und ob sie überhaupt rausgehen dürfen oder in einem Verein tätig sein können. Also, und es ist, natürlich gibt es schon viele Fortschritte, aber es sind teilweise noch viele versteckte Aspekte, die auch Gewalt gegen Frauen immer noch unterstreichen. Und da setzen wir an mit einem Präventionsprojekt. Möchtest du ergänzen? Ja, ich denke mal, Stefanie hat schon genickt. Sie hat auch ein bisschen was zu vermelden. Ja, ich kann da auch noch ein bisschen was zu ergänzen. Weil das, was Xenia gerade schon gesagt hat, sehr wichtig ist und auch natürlich eine Geschichte hat. Ne? Wenn man immer zurückkriegt in die Geschichte von Frauenrechten oder Anfang des letzten Jahrhunderts oder haben Frauen erst das Wahlrecht für sich erstritten,
Und 1977 war es tatsächlich so, dass Frauen noch ihren Ehemann um Erlaubnis bitten mussten, dass sie arbeiten gehen durften. Ja, nicht nur 1900... das, sondern auch wegen Führerschein und. Das war ja auch in Europa so. Also jeder, der jetzt sagen würde, na, in den ganzen muslimischen Ländern, ja, so selbstverständlich war das ja in Deutschland und Europa auch nicht. Genau, genau. Und das müssen wir uns, das ist wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, dass es eine Geschichte hat und dass wir natürlich heute an einem anderen Punkt sind. Aber 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Also, ne, und Anfang der 2000er Jahre wurde das Gewaltschutzgesetz in Deutschland eingeführt. Und was es Frauen ermöglichte, vorher war es so, Frauen mussten, wenn sie Gewalt in der Familie erlebten, mussten sie die Wohnung verlassen. Heute ist es so, dass sie aufgrund von Gewaltschutzgesetzgebung das Recht haben zu bleiben und Näherungsverbote und auch Wohnungszuweisungen für sich zu beantragen und zu bekommen. Also das heißt, Frauen, der Täter muss gehen, die Frau kann bleiben, wenn sie das möchte und sich sicher fühlt an dem Platz, wo sie ist, mit ihren Kindern. Weil so eine Erfahrung von Gewalt in einer Beziehung und in einer Familie bedeutet immer auch der Aufgabe von dem Vertrauten, von der vertrauten Umgebung, in der man lebt. Kinder müssen die Schule aufgeben oder können nicht mehr in die Kita gehen, wo sie bisher hingegangen sind. Die Frauen verlieren unter Umständen ihre Arbeitsplätze, weil sie den Wohnort verlassen müssen. Also da hängt ja viel dran. Das ist ja ein großer Schritt, sage ich jetzt mal, wenn man definitiv sich aus einer gewalttätigen Beziehung trennt. Definitiv. Ja, sicherlich, es hat sich vieles getan, aber besteht bei diesen Gesetzen, und jetzt muss ich ketzerisch fragen, nicht auch die ganz große Gefahr, dass genau diese Gesetze aber auch ausgenutzt werden können von Frauen? Also, ich würde ganz klar sagen, dass es nicht so ist, weil es eh auch geschichtlich gesehen, wenn man sich die Gesetzgebung in Deutschland anschaut, eine ganz klare Tendenz dazu gibt, dass Täter geschützt werden. Das geht jetzt nicht nur in dem Kontext von Gewalt gegen Frauen. Das ist, dass ganz lange zum Beispiel Arbeitgeber auch mehr Rechte hatten als Arbeitnehmer. Das sind alles Sachen, wo sich so das kapitalistische System irgendwie selber auch fundiert hat und halt selber stabilisiert von innen heraus. Ein bisschen selbst auf die Schulter klopft, wir sind die Größten. So, genau. Und wie du schon gesagt hast, schauen wir in die Geschichte, alle sind davon betroffen. Viel hat sich getan. Viele Sachen, die für uns jetzt sehr offensichtlich sind, waren vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so offensichtlich. Und genau so gibt es in den Gesetzen viele Lücken auch immer noch, wenn man sich zum Beispiel Gewalt gegen Frauen anschaut, diese ganzen Hürden, die getan werden müssen, zur Polizei gehen, ständige Befragung, das sind alles Prozesse, die extrem anstrengend sind für gewaltbetroffene Personen, die auch irgendwie dazu führen können, dass Menschen vielleicht doch wieder eine Anzeige fallen lassen oder irgendwann aufgeben im Laufe des Prozesses. Und da stellt sich schon die Frage, warum sollte eine Frau das auf sich nehmen, um das Gesetz auszunutzen, wenn ihr Anteil viel anstrengender ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Perspektive da ganz klar ein Täterschutz ist, wenn das so dargestellt wird. Wenn du noch ergänzen möchtest. Ich würde gerne nochmal ich würde das unterstreichen, was meine Kollegin Xenia gerade gesagt hat. Und ich wollte nochmal auf das Thema Gewalterfahrung von Männern zurückkommen, was du, Klaus, eben angesprochen hast. Weil das uns oft entgegenkommt, dass wenn wir von Gewalt gegen Frauen sprechen und auch von systemischem oder eine strukturelle Gewalt gegen Frauen, dass ich glaube, Männer erleben Gewalt, das ist so, aber nicht mehrheitlich im Kontext, und das gibt es auch natürlich auch in Beziehungen, aber das ist mehrheitlich nicht in Beziehungen, sondern in anderen sozialen Strukturen, also meistens von anderen Männern erleben Männer Gewalt. In der überwiegenden Zahl, das heißt nicht, dass sie auch manchmal von Frauen Gewalt erleben, aber strukturell und
Größenverhältnis ist es so, dass Frauen in Beziehung häufiger die Opfer von Gewalt sind und Männer häufiger die Täter. Das ist einfach eine Tatsache, die beruht auf polizeilicher Kriminalstatistik. Das sind Zahlen, die sind erhoben, die denkt sich niemand aus, sondern die sind sozusagen, da können wir uns drauf beziehen, wenn wir das sagen. Und das finde ich nochmal wichtig. Ich will damit nur sagen, dass auch Männer natürlich unter patriarchalen Bedingungen zu leiden haben, aber an einer anderen Stelle und unter anderen Voraussetzungen. Ja, und ich habe hier, ich habe persönlich ja auch schon so einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und das war dummerweise in Beziehungen. Also, und ja, was schätzt ihr denn? Ich kann euch jetzt nur schätzen und mutmaßen lassen, wie hoch die Dunkelziffer ihr von nicht gemeldeten ist bei Männern und wie schätzt ihr das bei Frauen ein? Also das ist eine sehr gute Frage, die wir natürlich nicht beantworten können, weil deshalb wir keine... Deshalb habe ich gesagt, macht mal Mutmaßungen, genau. Denn ihr seid in dem Augenblick die Fachleute. Genau, also wir haben keine repräsentative Studie durchgeführt. Wird es auch niemals geben. Es gibt eine von 2014 von der Fundamental Rights Agency, die in Europa, in den europäischen Staaten eine randomisierte, das heißt eine durch Zufall ausgesuchte Personengruppe von Frauen befragt haben am Telefon. Mhm. Und das waren Interviews, die geführt wurden. Also es wurden nicht Fragebögen einfach nur angekreuzt, sondern es wurden offene Fragen gestellt, wo die Frauen was erzählen können von ihren Erfahrungen. Und da ist es sehr auffällig, dass, wenn wir uns Polizeistatistiken anschauen, das müssen wir natürlich kritisch lesen und uns fragen, wer meldet denn die Fälle? Wer nimmt die Fälle auf? Welche Prozesse führen dazu, dass es überhaupt in den Akten landet? Das ist ein ganz komplizierter Prozess und auch bei so sensiblen Themen, das ist ja nicht nur Gewalt gegen Frauen, andere sowas wie Rassismuserfahrungen, andere Diskriminierungserfahrungen sind auch sehr sensibel. Definitiv. Da hängt es auch an Zwischenmenschlichkeit ab. Und in diesen Interviews, wo geschulte Sozialwissenschaftlerinnen die Interviews geführt haben, da ist auffällig gewesen, dass sehr viele Frauen verschiedene Arten von Gewalt gegen Frauen erfahren haben. Also deutlich höher als das, was jetzt in der Polizeistatistik erfasst wurde. Also es kommt immer darauf an, zum Beispiel junge Frauen erleben öfter Belästigung auf der Straße. Frauen zwischen 30 und 40 erleben häufiger häusliche Gewalt, weil sie mehr in der Familiengründung, in dieser Phase von Familiengründung oder von familiären Situationen sind. Deswegen ist es eine zu umfangreiche Frage, um da jetzt hier eine genaue Antwort drauf zu geben. Ich sehe schon, da muss es wohl irgendwann mal zu einem Nachgespräch kommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Musikbreak und ja, danach gehen wir mal in den zweiten Block. Ich denke mal, das ist ein Thema, wo man sich wirklich heiß reden könnte und man hat es an mir gemerkt, wo ich einfach eben noch gesagt habe, ich muss mal ketzerisch fragen. Manchmal fehlen gerade bei dem Thema einfach die passenden Worte. So, also dann, wir hören uns in ein paar Minuten wieder. Bleibt dran, es bleibt weiter spannend. Ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz... So, und da sind wir natürlich auch wieder zurück zum versprochenen zweiten Block. Und ich habe ja eben schon gesagt, es bleibt definitiv spannend. Ja, und... immer vielleicht auf Detailfragen kommen, habe ich doch eine Bitte an euch. Willst du diesmal anfangen, Steffi? Kann ich machen. Darf ich doch so sagen? Ja. Könnt ihr eurem Verein oder eurer Organisation jetzt mal vorstellen? Mhm. Was macht ihr genau und wie haben wir uns als Hörer
das überhaupt vorzustellen, was ihr macht. Ja, also Stopp, also Stadtteile, Stopp steht für Stadtteile ohne Partnergewalt, Neustadt Spandau. Das heißt, mit unserem Projekt Stopp, das wir im Juni begonnen haben, richten wir uns explizit und sozusagen auch konkret an die Menschen, die in der Neustadt Spandau leben. Sowohl die Menschen, die dort leben, also die Nachbarschaft, als auch die Menschen, die dort in unterschiedlichen Einrichtungen, Institutionen oder Geschäften im Gemeinwesen arbeiten oder da einfach tätig und aktiv sind. An die richten wir uns. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Und hat sich für uns die Gelegenheit ergeben, mit dir diese Radiosendung zu machen. Uns geht es dabei darum, die Nachbarschaft zu dem Thema Gewalt gegen Frauen zu aktivieren. Mhm. Das heißt, wir gehen im Moment auch tatsächlich aktiv durch die Häuser und befragen die Menschen dazu, wie es sich hier in der Neustadt lebt, wie sie sich, ob sie sich hier wohlfühlen oder ob sie auch Probleme sehen oder auch sich Veränderungen wünschen. Das ist das, worüber wir mit den Leuten ins Gespräch kommen und auch kommen möchten, mit denen wir noch nicht im Gespräch waren. Und letztendlich geht es darum, auch zu dem Thema, also konkret zu diesem Thema Partnergewalt oder Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ins Gespräch zu kommen, auch Informationen weiterzugeben dazu und auch die Nachbarschaft dazu zu befähigen, sich im Falle von, wenn diese Gewalt tatsächlich stattfindet, wie kann ich mich verhalten unter Umständen? Wie kann ich eine Nachbarin, wo das vielleicht passiert, wie kann ich sie unterstützen oder wo kann ich mir Unterstützung holen? Ja, und das wäre nämlich jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Welche Schritte muss sie bzw. er eventuell überhaupt erstmal beachten, dann gehen, wo sind Anlaufstellen? Beratet ihr auch Männer mit oder habt ihr eventuell dann andere Kontaktadressen, wo sich dann auch Männer hinwenden können? Also wie wir ja schon festgestellt haben, geht das ja mit der Gewalt nicht nur in eine Richtung. Es gibt auch andere Fälle. Genau, also um ganz kurz nochmal die Schleife zu dem vorherigen Blog zu ziehen. Da haben wir ja schon gesagt, dass es ein sehr sensibles Thema ist, wo es auch viel um Ängste geht. Ganz viele Ängste, die in der Literatur zu finden sind, die wir aber auch in unseren Gesprächen schon so entdecken konnten, ist, dass der Kinderschutz immer wieder eine Frage ist. Wie das Jugendamt zum Beispiel, werden mir die Kinder weggenommen? Wenn ich jetzt sage, ich bin davon betroffen, was passiert dann überhaupt? Es gibt viel Scham, es gibt ja diesen Opferbegriff. Darunter verstehen wir was sehr Schwaches, Passives, irgendwie die Person ist zu schwach, sich zu wehren, du bist als Opfer geboren. So. Ja, ja, das in manchen Fällen sogar negativ behaftet, wie jetzt der letzte Spruch, Entschuldigung. Ja, so genau, es gibt halt so sehr viele verschiedene Sachen und da muss man sich natürlich die Frage stellen, hat die Person gerade überhaupt Kapazitäten, das Selbstbewusstsein, die Energie, zum Beispiel in eine Fachberatungsstelle zu gehen? Es gibt die überall, die sind kostenfrei. Zum Beispiel gibt es ja hier in der Neustadt Eulalia Eigensinn, die ein sehr breites Angebot haben und auch eigentlich immer eine offene Tür für solche Fälle und wahrscheinlich da auch sehr gute Beratung bekommen. Aber der Schritt dahin ist nicht so einfach und da setzen wir an, weil wir dadurch, dass wir Nachbarinnen und Nachbarn handlungsfähig machen, so die erste Hürde nehmen wollen. So. Die erste Hürde wäre nämlich vielleicht mit einer Freundin zu sprechen, mit der Tante zu sprechen, mit der Lehrerin oder wie auch immer. Und wenn die schon mal ein paar Adressen haben, dann ist es vielleicht schon mal die erste Hürde genommen. So. Genau. Aber dieses Problem gibt es ja nicht nur in Europa, in Deutschland oder in den muslimischen Ländern, um mal dabei zu bleiben. Wir sind ja nun in Kiez, der ziemlich muslimisch geprägt ist.
sondern das gibt es eigentlich weltweit, das Problem. Und ja, auch ein Grund, warum ich das letzte Mal gefragt hatte, ob ihr eventuell fürs Radio bereitstehen würdet. Gerade weil es weltweit das Problem ist. Egal, ob das USA oder Russland oder wo auch immer. So, und bei Männern, wie sieht das nun aus? Das ist nämlich der zweite Teil meiner Frage eben gewesen. Können die sich auch an euch wenden? Oder wie läuft das da? Also selbstverständlich kann sich ein Mann, der Gewalt erlebt, in der Beziehung auch an uns wenden und wir würden ihn dann sagen, an wen, also wir machen eine Verweisberatung, also wir sagen ihm, wo er hingehen kann, um sich Unterstützung zu holen. Oder könnten ihm unter Umständen auch sagen, was er in seiner Situation tun kann. Das, also, ne, aber wir wissen auf jeden Fall, wir würden ihn nicht wegschicken, sondern würden ihn auf jeden Fall auch nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Das hört sich doch mal sehr vielversprechend an. Und wie kann man euch eigentlich erreichen? Erreichen kann man uns am besten über unsere Webseite. Also wenn man Internetverbindung oder Möglichkeiten hat, ins Internet zu gehen. Unsere Webseite heißt www.stopp-partnergewalt.org. Ich sage das vielleicht nochmal. www.stopp-partnergewalt.org. Und wir sind auch telefonisch erreichbar. Soll ich die Telefonnummern auch noch nennen? Wenn du möchtest, ja. Das kann ich machen. 01520 32979. Und dann am Ende, die beiden Ziffern sind jeweils unterschiedlich. 07 oder 15. Also 01520 329 79 07 oder 15. Ja, und ich sehe gerade, eine E-Mail-Adresse habt ihr auch. Ach so, ja, die E-Mail-Adresse haben wir auch, selbstverständlich. Also ihr seid ja richtig modern. Berlin-Spandau@stopp-partnergewalt.org. Das super, also wir werden es auf alle Fälle veröffentlichen, auch die Kontaktdaten. Und ja, ich hätte eigentlich dann noch eine klitzekleine Frage an euch. Dürfte ich einmal ein Foto von euch zwei zusammen und dann einzeln auch machen jeweils? Weil wir tun ja das nicht nur als zusätzlich zur Sendung noch als Download einstellen, sondern wir machen ja auch wie so ein kleines YouTube-Video, aber eben halt nur mit Standbildern. Ah, okay. Von mir aus? Von mir aus auch. Na, das ist doch aber. Also, und vielleicht treffen wir uns mal zu einem zweiten Gespräch irgendwann. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und ich denke mal, durch die Sendung, die Gewalt wird nicht weniger. Nee, aber vielleicht die Aufmerksamkeit für die Gewalt. Ja, und das ist ja eigentlich auch das Anliegen, was wir damit hervorbringen möchten. Genau. So, dann danke ich natürlich für dieses tolle Interview. Das war Stefanie. Danke, schön, dass du mit dabei gewesen bist, weil ich wusste nur, dass Xenia kommen wollte. Auch dir einen recht herzlichen Dank. Und im dritten Anlauf hat es ja jetzt endlich geklappt. Genau. Aber wie heißt das? Was lange währt, wird immer gut. Also dann, ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Ja, und falls ihr irgendein Problem habt, ihr könnt alles nachhören, nachlesen. Und wer sich das so nicht vom Hören und auch vom Download hören nicht merken kann, ich werde den Flyer
sofern ich die Genehmigung ja habe, und die habe ich, werde ich definitiv mit im YouTube veröffentlichen, damit ihr seht, um was es eigentlich genau geht und wo ihr euch hinwenden könnt. So, ich sage noch einmal danke an die beiden Damen und an die Hörer ein Tschüss, bye bye, winke winke, und denkt dran, wir können die Welt zwar nicht ändern, aber wir können sie versuchen, etwas zu verändern. Und wenn es dadurch zum Guten gehen könnte, warum nicht? In diesem Sinne sage ich erst einmal tschüss, bleibt gesund, euer Klaus und Xenia, vielen Dank. Und Steffi, tschüss.